Sind Sie froh, dass Sie mal Ruhe haben vom Verhandeln in Berlin? Naja, das ist eine Sache, die uns jetzt die ganze Zeit beschäftigt. Wir wollen ja eine gute Regierung zustande bringen. Aber es ist auch ganz wichtig, hier zu sein. Und ich freue mich auch auf all diejenigen, die ich jetzt wiedersehen kann und die sich hier Gedanken über die Zukunft des Landes machen. Man hat den Eindruck, es hakt so ein bisschen in Berlin zwischen FDP und Grünen. Das läuft ganz gut. Und wir werden das auch Stück für Stück voranbringen. Also Ihr Dezember-Fahrplan, das läuft gut. Schönen Dank. Es geht schon darum, dass wir die Menschheitsherausforderung annehmen, die darin liegt, dass der Klimawandel das Leben auf dem Planeten bedroht. Es ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Und deshalb bin ich froh, dass es in diesem Land war, dass Willy Brandt die Worte gefunden hat, die bis heute dafür das Ausgangssignal, das Aufbruchssignal, der Aufbruch gewesen sind. Der blaue Himmel über der Ruhr. Als Willy Brandt das sagte, hat er keinen Beifall bekommen, sondern viele haben ihn für einen Phantasten erklärt. Aber er hatte recht und wir sind an dieser Aufgabe nicht gescheitert, aber es zeigt uns, es geht und wir werden es schaffen, in ganz kurzer Zeit eine klimaneutrale Industrie in Deutschland zu schaffen, die Wohlstand und Arbeitsplätze schafft, aber uns eine gute Zukunft auf diesem Planeten ermöglicht.